Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars The Skywalker Saga. Wir haben ein paar kleine Problemchen gehabt, eine Datenkarte zu kriegen, aber letztendlich habe ich es herausgefunden. Wir machen jetzt erstmal storymäßig weiter. Müssen Han Solo Bescheid sagen, dass Master Luke verschwunden ist. Das kriegen wir aber hin, denke ich mal. Boba Fett Sternschiff. Entschuldigen Sie bitte, Prinzessin Leia sorgt sich um Master Luke. Er ist noch nicht zurückgekommen. Vielleicht vergaß er, sich zurückzumelden. Unwahrscheinlich. Sind die Speeder startbereit? Noch nicht. Wir haben Probleme, sie bei dieser Kälte startklar zu kriegen. Dann müssen wir auf Tontons raus. Okay. Na, dann suchen wir mal Master Luke, wa? Steuern, diese springen. Signaltürme. Wenn wir sie neu kalibrieren, können wir Lukes Comlink-Signal verstärken und seinen Standort ermitteln. Wenn Sie das sagen, General, also los. Diese Ebenen werden von großen und kleinen Kreaturen bewohnt. Manche sind freundlich, wie unsere Tontons hier, andere weniger. Ach, wie nett. Haben Sie die Gegend bei unserer Ankunft wenigstens auf diese weniger freundlichen gescannt? Wir waren so gründlich, wie es unter den Umständen möglich ist. Ist ja ganz toll. Also wenn ich einen Arm verliere, sind Sie schuld. Oh, was sind da? Was sind das hier? Ich dachte, hier geht das weiter, aber okay. Geht's nicht? Wir müssen erstmal gucken, wo ich hier genau hin muss. Hier sieht man ja so viele Ziele. So, das heißt, ich muss hier... Da komme ich wohl eher runter, aber nicht hoch. Ich meine, man kann es mal ausprobieren. Wir sind auf jeden Fall in einem Level. Naja, da komme ich, wie gesagt, wie vermutet, nur runter. Die Steuerung ist aber etwas umständlich mit den Viechern. Hey, so, können wir den wieder in Gang setzen? Diese Geschütze könnten hilfreich sein. Suchdroiden. Na toll. Sie dürfen die Oberfläche nicht verlassen. Jo, das dachte ich mir doch schon fast. Aber trotzdem muss ich ja ein bisschen was tun. Wir brauchen ja auch ein bisschen Geld. So ist das nicht. Kann ich den vielleicht wegschießen? Geht doch. Sehr schön. 1 von 3. Wunderbar, wir gucken gleich weiter. Wie gesagt, ich versuche mal ein bisschen gründlicher zu sein. Haben wir in Teil 4 ja auch schon gemacht. Das machen wir natürlich in Teil 5 auch. Wunderbar. Dank der Steins sollte das mit dem Geld jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Aber das Zusammenbauen gibt halt auch noch mal Geld. Jetzt mache ich das ja. Auch wenn ich da den Sinn noch nicht so ganz verstanden habe. Ein Bauschutt. Danke. Sehr schön, sehr schön. Stein müsste eigentlich noch aktiv sein. So, was ist das hier? Einer dieser Signaltürme, ne? Denke ich mal. Es wird schon wärmer. Naja, mehr oder weniger. Ob das so gesund ist, da einzusteigen, ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich eher weniger, ne? Aber das dann einsteigen? Ich weiß nicht, ob ich da einsteigen will. Das Ding ist doch leicht Feuer und Flamme, ne? Gut, machen wir hier erstmal ein bisschen Geld sammeln. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, das Ding verabschiedet sich da gleich. Aber ich komme ohne das Ding da, glaube ich, oben nicht hin, ne? Gut, gut, probieren wir es mal. Sind wir mal so mutig und steigen ein? Gleich ist es soweit. Okay, das Ding kann ich nicht fliegen. Ich kann nur schießen. Die Frage ist nur, wohin? Da kommt was. Okay. Ah. Ich kann das Ding auch nicht steuern. Das dreht von alleine. Okay. Und der dreht sich nicht gerade schnell. Oh, aua, hado. Na, wie soll ich den denn treffen? Warte mal. Kann ich den nicht so wegfeuern? Nee, aber ich muss darüber. Jetzt. Okay. Genau das wollte ich.
sicher. Weil ich muss da ja rüber. Geht ja nicht anders. Auch nicht gerade die stabilste Brücke. Aber warte mal, ich habe hier was zerschossen. Das kann man doch bestimmt auch wieder reparieren, denke ich mal. Vor allem nicht hier gilt. Das sieht man an. Medikit. Wunderbar. Nimmt man doch gerne mit, ne? So, auf jeden Fall. Wie komme ich denn hier weiter? Das ist eine gute Frage. Mal gucken. Ich meine, wir haben jetzt einen Teil der Brücke, aber da fehlt ja noch... Oha. Der zweite Teil. Also gesund ist was anderes. Das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Darauf gelangen, um ihn neu zu kalibrieren. Ja, sind wir auf dem Weg hin. Sind wir auf dem Weg hin, mein Freund. Den Anblick von Schnee wirklich mögen? Oh, ach da. So, die Drohne hätten wir auch erledigt. Kann man das Ding hier auch? Na gut, kaputt kriegt man nicht, aber kommt zumindest ein bisschen Geld raus. Das ist ja auch schon mal was. So, den haben wir gerade, den müssen wir hier weiter. Ja, ich versuche hier halt nur so viel mitzunehmen, wie geht. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier in der Eiswüste nicht allzu viel Geld gibt. Ich glaube, ohne Stein würden wir hier nicht auf 100% kommen. Zumindest schwer. So, den können wir noch einmal wieder zusammenbauen. Sehr schön. So, den ersten haben wir zumindest schon mal. Hier gibt es aber auch kein Geld, ne? 1 von 5. Schneemänner, okay. Hier noch Geld raus. Oh, ob wir die alle finden, aber das ist garantiert ein Medikit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ziemlich sicher ein Medikit. Aber wie gesagt, ich habe in den ersten drei Teilen etwas rumgeschlammt, klar, gebe ich zu. Aber ich versuche jetzt zumindest so viel wie möglich in den Leveln mitzunehmen. Darum geht es ja eigentlich auch in Lego. Die Star Wars-Geschichte ist ja auch nebensächlich. Es geht hauptsächlich darum, halt alles einzusammeln. So, wo müssen wir denn damit hin? Garantiert davor, nämlich darauf gucken. Das kriegen wir auch hin. So, rauf da. Sehr schön. Den nochmal höher. Den da einmal. Da einmal. Hier einmal. Und da einmal. So, den müssen wir hier nochmal rauf. Und hier einmal. Sehr schön. Ein bisschen windig hier oben, aber es geht, ne, es geht. Dann wollen wir das Ding mal verwenden. Wo muss ich damit jetzt hin? Irgendwas ist hier jedenfalls. Okay, hier piept er weniger. Es ist wie eine Art Geigerzähler. Am lautesten ist er echt hier. Das heißt, ich muss wahrscheinlich die Richtung da, wo er hin zeigt. Mehr ist es nicht. Gut, dann komme ich einmal hier runter und einmal da runter. Was ist denn jetzt der richtige Weg? Komme ich hier nirgendwo runter, ne? Ich glaube, die sind nur Deko. Das hier ist der richtige Weg, okay. Den wollen wir mal gucken, ne? Muss doch heiß werden, Plastik schmilzt doch. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Ja gut, jetzt zeige ich ja noch mehr Ziele an. Aber immer noch dahin, ne? Aktiviere die drei Signaltürme. Wieso zeigt er das denn immer noch an als Ziel? Habe ich da irgendwas falsch gemacht oder so? Also der rote Strahl ist auf jeden Fall da. Ich gehe erstmal zu den anderen. Abwarten. Gut, da ist noch ein Türmchen. Nicht, dass ich da jetzt umsonst wieder hinrenne. Das wäre schon ein bisschen blöd. Ah, oh. Ein alter Außenposten. Dort müsste ein Signalturm sein. So,
So, das Drünchen wäre auch erledigt. Das kriegen wir alles hin. So. Gut, da können wir dran ziehen, da kommen wir rein. Ich will noch einmal kurz hier umgucken. Ob hier nicht noch irgendwas liegt oder so, man weiß ja nie. Hier kann ja überall was versteckt sein bei Lego-Spielen, ne? Also, nö, offensichtlich nicht. Gut. Aber man weiß es ja nicht vorher. So, dann ziehen wir hier einmal dran. Sehr schön, hier ist auf jeden Fall noch ein Schneemann. Die machen wir auf jeden Fall platt. Für den alten Aufpassen ist hier aber... Ach, da sind Drohnen. Sieh mal an. So, das hier hat doch garantiert auch was zu bedeuten, oder? Sieht zumindest danach aus. Auch wenn ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht wüsste, wofür. Aber auf jeden Fall nehme ich das Geld damit. Ich sehe hier jetzt aber auch nichts auf die Schnelle, wo man hin müsste. So, aber auf jeden Fall muss ich mehr Sachen kaputt machen. Wir kommen... Entschuldigung, sonst kommen wir echt auf das Geld nicht. Was wir brauchen. Und das wäre schon blöd. Sehr schön. Wo ich mit dem hin muss, das ist echt eine gute Frage. Gut. Oh, hier ist nichts weiter. Ah, Simon an. Den haben wir auch schon voll. Wunderbar. Ich gehe erstmal hier die Treppe hoch. Den werden wir schon sehen. Ich bin auch mal gespannt mit den Türmen. Ich habe das Gefühl, ich habe mit dem Turm da hinten was falsch gemacht. Und den kann man auch wieder ergreifen. So, auf jeden Fall geht es in Lego-Spielen ja hauptsächlich darum, halt in den Leveln alles zu finden und so weiter und so fort. Das kennen wir ja schon. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ja, verrätst du mir auch wie? Warte mal, das Ding hier... Wer ist denn das? Mein Kollege, oder was? Warte mal, das Ding muss man doch irgendwie rausschieben können, ne? Warte mal, ich hab da einen Verdacht. Da! Die Panzertüren da unten. Wenn wir sie schließen, kommen wir vielleicht rüber. Ja, die Frage ist jetzt, wie schließe ich die Panzertüren? Weil wenn ich da jetzt runtergehe und die Türen zumache, gleich runterschieben, komme ich ja nicht wieder rein. Aber das heißt, ich komme wahrscheinlich hiermit wieder hoch, wenn ich das zusammenbaue. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal bauen. Ja. Alles klar. Gut. Machen wir die Türen zu. Passt doch. Sehr schön, sehr schön. Wo war der Schalter? Hier nicht, ne? Gut, wir kriegen es schon hin. Wie gesagt, wir sind ja schon im lila Bereich. Das wird schon klappen. Tür zu. So, dann können wir hier nämlich wieder hoch. Gut, das lässt sich auch alles noch sehen hier. So, jetzt müssen wir hier rüberkommen, oder? Ja, ohne Probleme. Sehr schön. Wunderbar. War ich da nicht eben schon? Warte mal, bevor ich hier jetzt runterspringe. Ist hier oben noch irgendwas? Weil manchmal findet man ja auch oben drauf etwas, bevor ich jetzt runterspringe. Wäre schon schön zu wissen, ne? Wieso geht jetzt die Tür wieder auf? Natürlich Drohne. Klaut ihr mir gerade meine Hütchen? Hey, das gehört hier nicht. Jetzt sei schön brav und gib's wieder her. Hat er sich gerade damit aufgeladen, oder was? Kriegt keinen Schaden, ne? Ne. Nee, nee, so wieder nix, okay. Was ist denn das für eine Kampfdrohne, Mensch? So, warte, warte, warte. Wir müssen eh da runter. Ich will nur einmal kurz hier oben gucken, ob hier irgendwas ist. So viel Zeit muss sein.
Nix. Gut. Absolut gar nichts. Auch vielleicht da vorne. Hier ist auch, hier ist ein Unsicht. Okay, hier ist eine Alpha-Wand. Alles klar. Gut, ich hüpfe dann runter. Oh, irgendwie muss ich die Drohne hier wieder kriegen. Ich brauche die Energiezelle. Jetzt komme ich ja nicht weiter. Mal googeln. Kriegen wir mal hin? Wenn ich mich recht erinnere, war hier damals bei dem Filmen eine große Schlacht, ne? Da muss die Energiezelle rein. Definitiv. Damit wir unser Medikit kriegen, was da drin ist. So, jetzt will ich ja nur noch Geld. Ja, meine ich doch. Meine ich doch. So, hier können wir auf jeden Fall auch noch was bauen. Kriegen wir alles hin? Warte mal. Links, rechts, Magnet, Geschütze. Wir nehmen Magnet. Vielleicht geht hier ja auch beides. Gleich mal ausprobieren, ne? Ja, okay. So kann man es natürlich auch machen. So, die zerlegen wir mal. Mal ausprobieren, ob man da jetzt beides bauen kann. Das wäre schon nice, ne? Das geht, glaube ich, nicht, weil die Teile sind weg. Da auf dem Schiff in Teil 4, wo das war, konnten wir ja einmal beides bauen, ne? Okay, die Energiezelle muss gleich da vorne rein. Weiß ich. Machen wir auch gleich. So, den nehmen wir mit, mein Freund. Den bringen Sie mal da vorne hin. Jetzt können wir den Turm wieder einschalten und hochklettern. Ah, von hier unten sieht er ziemlich hoch aus. Ah, bleib ruhig, bleib ruhig. Erstmal holen wir uns das Medikit hier. Genau. Sehr schön. Die nehmen wir wieder mit. Medikit haben wir ja. Den gehen wir jetzt hoch. Alles kein Problem. So, Energiezelle rein. Ich will ein Gentleman sein und Sie diesen hier besteigen lassen. Ah, ja, okay. Ist das nicht egal, mit wem ich da hochlaufe? Kann man die kaputt machen? Nein? Gut. Machen wir es, wie das Spiel will. Nehmen ihn. Okay. Jetzt. So. Den hier einmal hoch. Okay. Und zack. Sehr schön. Gut, gut. Verwenden. Ja, dann gucken wir mal. Ah, es ist wie bei allen Türmen. Immer hier die Ecke. Ungefähr zumindest. Obwohl hier ein bisschen doller ist, ne? Ah, okay. Ich habe den anderen falsch gemacht. Alles klar. Gut, kann man ja nicht wiesen, ne? Das war übrigens nicht mein Magen. Wachsam. Das war zu hören. Einer erledigt. Aber das Signal ist immer noch zu schwach. Wir brauchen noch mehr Türme. Jo, ich merke schon, ich muss zu dem anderen noch melden. Ich merke schon. Okay, das kann man ja nicht ahnen, ne? Wo ist mein Reittier? Zumindest müssen wir zu dem noch mal hin, aber ich würde gerne mal ein Reittier haben. Ja. Recon, haben Sie da draußen was gefunden? Wir kalibrieren die Signaltürme neu. Wir sollten bald seinen Standort haben. Hey, mich gibt's auch noch. Schon vergessen? Danke, Recon. Warme Grüße aus der Basis. Vielen Dank auch, Prinzessin. Oha, da hat sie Ihnen wohl die kalte Schulter gezeigt. Ah, machen Sie mal halblang. Sind Sie General oder Komiker? Ja, gut, gut, gut. Das kommt schon noch. So, hier sind wir. Haben wir ja zum Glück alles vorbereitet. Schnell wieder oben. Konnte ich ja nicht ahnen, aber hat sich mein Gefühl doch nicht getäuscht. So, dann nochmal hoch. Da kommt man sich so ein bisschen vor wie bei Zelda, ne? Da muss man auch so Türme hochklettern. Zack. Zack. Oder wie bei Horizon, die Langhälse. Das war ja auch so. So, den machen wir hier nochmal. Kriegen wir hin. Und dann gleich den anderen nochmal.
Sehr schön. Den haben wir denn jetzt auch? Was ist das? Ein Womper. Und der Grund für unsere Eile. Gut, ja, dann weiter zum letzten. Luke ist immer noch irgendwo da draußen. Auf jeden Fall nicht gesund. So, da ist noch eine Drohne, sehe ich gerade. Hab ich sie? Ja, und da liegt ein Medikit. Da fährt er, wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe jetzt keine Zeit, um mit dir das Abendbrot zu planen, Chewie. Hier draußen ist es eiskalt. Hey, okay, wir können ehrlich. Nicht alle einen dicken Pelz haben, weißt du? Hast du die Arbeit am Falken abge... Er hat einfach aufgehängt. Ja, aber wo ist mein Reittier? Das muss da vorne irgendwo stehen. Da ist noch eine andere Frage. Gut, Chewie, ja. Man sollte Chewie nicht zu sehr ärgern. Mein Reittier habe ich doch hier irgendwo abgestellt. Wo ist es denn jetzt? Das ist auch ständig weg, das Viech, ne? Weiß ich ganz genau, dass ich das hier abgestellt habe. Ich bin von hier nämlich die Brücke hoch. Schlimm. Okay, nehmen wir das da. Sehr schön. Der andere kann zu Fuß laufen. Wir müssen hier weiter. So, bei dem Türmchen waren wir hier definitiv noch nicht. So, aber vor lauter Licht sehe ich hier gerade nichts. Aber ich glaube, wir müssen hier rüber, habe ich den Eindruck. Da ist ein Suchdröhnchen. Wunderbar, das waren 2 von 3. Ich habe schon so viele Drohnen abgeschossen und jetzt erst 2 von 3, okay. Wird schon stimmen. Da oben ist auch noch eine, okay. Die schon wieder alles sabotiert. Ey, pass auf, wo du hinschießt, Mensch. Immer mit der Ruhe. Ah, das Level, denke ich mal, kriegen wir voll. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Warum wurden die noch nicht entfrostet? Unter diesen Bedingungen? Das wäre in etwa so erfolgversprechend, wie Ratare zu hüten. Gut, ich weiß vergessen, was Ratare sind. Aber zumindest fand ich nichts Gesundes. Schneemann. Sehr schön. Das sah gerade aus ein bisschen wie Pepperty, ne? Schneemänner haben wir 3 von 5. Ich garantiere schon wieder irgendwo welche übersehen. Geld haben wir aber. Gut, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr jeden Fitzel mitnehmen. Wunderbar. So, die Drohne hat hier auf jeden Fall irgendwas angestellt. So viel steht fest. Hier fehlt was. Einsteigen. Oh. Okay. Sehr schön. Dann müssen wir das hier mal einmal frei machen, ne? Oder was hat das jetzt gebracht? Kann man die da zerschießen? Nö. Muss wahrscheinlich hier rüber, aber die Dinger standen wahrscheinlich einfach nur im Weg. Aber sicher bin ich mir da jetzt gerade nicht. Aber jetzt zeig mir die Richtung, ne? Da komme ich aber nicht so ohne weiteres. Hier geht zwar eine Leiter runter. Aber ich glaube, das ist auch richtig. Kann aber auch hier runter. Das kommt auch nicht aus Gleiche raus. Gut, gut. So, dann müsste ich hier rüber. Genau. Das ist aber sehr weitläufig, das Level hier. Ne? Okay, okay, okay. Da ist noch ein Schneemann. Das ist ein Stormtrooper. Okay. Das wäre 4 von 5. So, und hier ist der Turm. Alles klar. Den habe ich vorher nicht gesehen. Ich habe irgendwo einen Schneemann übersehen. Schade. Ah, egal. Egal, egal. Das Wichtigste haben wir. Den Eimer hier hoch. Sehr schön. Ah, das macht doch viel mehr Spaß, wenn man sich mal ein bisschen genauer mit den Leveln beschäftigt und nicht einfach immer nur stupide durchrennen. War ein Fehler, weiß ich. Aber ich kam anfangs auch mit der Steuerung überhaupt nicht klar. Mittlerweile geht's, ja. Aber anfangs? So.
So, dann verwenden wir das Ding nochmal. Sehr schön. Dann haben wir den auch. So, dann müssen wir ja jetzt eigentlich Master Luke finden können, oder? Aber laut Musik kommt hier auch gerade irgendwas. Dann hört sie bestimmt wie beim Weißen Hai. Damit sind alle Türme wieder in Betrieb. Und sieht so aus, als hätten sie Luke bereits eröffnen können. Worauf warten wir dann noch? Holen wir ihn, bevor das Wetter noch schlimmer wird. Genau so ist es. Gut, auf jeden Fall haben wir Wara Jedi. Das haben wir auf jeden Fall. So, dann muss Luke ja diese Richtung da sein, ne? Welches da ja auch der letzte Schnee. Man weiß es nicht, ne? Hier? Höhle? Schon wieder eine Drohne. Luke! Bist du da drin? Jedi! Aber bewahren Sie kühlen Kopf. Als ob ich eine andere Wahl hätte. Wir rufen einfach Reinhold Messner, der ist Jedi-Experte. Das klappt schon. Der zerlegt dann mal die Drohne. Okay. Ja, okay, klar. Au. Ja, so kann man auch. Ben? Du wirst dich zum Dagobah-System begeben. Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein. Der Jedi-Meister, der auch mich ausbildete. Ben! Ben! Luke! Ben! Ben? Wow. Oh. Es ist recht. Master Luke, Sir, es tut so gut, Sie wieder voll funktionsfähig zu sehen. Danke, 3PO. Oh, Hochallerwürdigste, Sie scheinen es geschafft zu haben, mich doch noch ein bisschen länger hier zu behalten. Ich weiß wirklich nicht, wo Sie Ihre Illusionen hernehmen, Lasergehirn. Lach du nur, du Pelzvieh. Prinzessin, wir haben einen Besucher. Du denkst immer nur mit deinem Magen. Ein imperialer Suchtdroide. Muss eine Art Detonationsautomatik besessen haben. General, in Sektor 4 nähert sich aus dem Hyperraum eine Flotte von Sternenzerstörern. Alles für einen Bodenangriff vorbereiten. Alles klar. Greif zu, solange sie noch heiß sind. Na, alles klar. Gut, aber schon witzig gemacht, denn kommt jetzt vor als nächstes der große Angriff. Okay. Eis und kalt. Wir haben nur zwei, ne? Wir haben einen Schneemann nicht gefunden, aber gut. Das Geld haben wir. Ja, das definitiv. Gut, hatten ja was ausgegeben für den, damit wir an den Stein kommen. Kriegen wir aber wieder hin. Alles kein Problem. Nichts finden lassen haben wir. Suchzerstörung. Okay, Abwärts mit Steel haben wir nicht. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Minikits müssen wir zwei haben, oder? Drei sogar. Okay. Sehr schön, sogar drei Stück. Charaktere und Schiffe. General Rican, der war ja die ganze Zeit bei uns. General Rican Hut Kapuze, der war auch bei uns. Han Solo Hut Kapuze. Gut, das war schon. Alles klar. Du hast es gehört, R2. Das Imperium naht. Machen wir einen Snowspeeder-Start klar und fliegen wir da raus. Alle Truppentransporter sammeln sich am Nordeingang. Die schweren Transportschiffe werden starten, so wie sie geladen haben. Wir haben nur zwei Geleitjäger pro Schiff. Wir können das Energiefeld nur für einen kurzen Zeitpunkt öffnen. Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporter. Zwei Jäger gegen einen Sternenzerstörer? Die Ionenkanone wird mehrere Schüsse abgeben, um Ihre Flugbahn von feindlichen Schiffen freizuhalten. So wie Sie das Energiefeld hinter sich haben, fliegen Sie direkt zum vereinbarten Sammelpunkt. Verstanden?
Viel Glück. Ja, alles klar. Denn es ist ja geklärt. Wir müssen uns vorbereiten für die Schlacht. Ich freue mich drauf. Das allerdings machen wir dann morgen in der Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis morgen. Tschüssi.